aus Offenheim, den umliegenden Ortschaften, aus dem gesamten Landkreis und auch aus den Nachbarlandkreisen Kitzingen, Ansbach, mein Tauberkreis und weit darüber hinaus aus Schwabach, aus Würzburg, aus allen möglichen Orten rundherum. Sie haben oft einen weiten Weg auf sich genommen. Es freut mich, dass Sie heute hier in Offenheim sind. Begrüße auch alle Kolleginnen und Kollegen aus dem Stadtrat und freue mich über Ihr Interesse, genauso aus den Ratsgremien der anderen Gemeinden und aus dem Kreistag. Heiße unseren Dekan Herrn Rast mit seiner Gattin herzlich willkommen. Es ist schön, dass Sie mit dabei sind. Ich begrüße alle Vertreterinnen und Vertreter der landwirtschaftlichen Verbände, der Imker- und Naturschutzverbände. Ich freue mich, dass auch die Presse unter uns vertreten ist und bedanke mich für eine informative Berichterstattung. Die Stadthalle in Offenheim ist für dieses Thema prädestiniert. Denn vor ca. 15 Jahren wurde schon einmal zum Thema Gentechnik hierher eingeladen. Damals ging es um den Anbau von Gen zu Gerüchten in der Offenheimer Gemeinde. Allerdings hat sich ein breites Bündnis dagegen gestellt und den Anbau verhindert. Auch der Anbau von Mais Mohn 810 wurde vor ca. 5 Jahren im Nachbarlandkreis Kitzingen durch den massiven Widerstand der Bevölkerung vereitelt. Laut einer Forsa-Umfrage lehnen 83% der Bevölkerung in Deutschland gentechnisch veränderte Lebensmittel ab. Und trotzdem landet die Gentechnik über Fleisch, Eier, Milch und Käse auf unseren Tellern. Denn 80% der weltweit angebauten Genpflanzen landen von den Verbrauchern unbemerkt im Tierfutter. 35 Millionen Tonnen Soja kommen jährlich nach Europa. Welche Auswirkungen hat das für unsere Gesundheit und für die Gesundheit der Menschen in den Anbauländern? Wie wirkt sich das auf die Welternährungssituation aus? Und welche Folgen hat es für die Natur und die Artenvielfalt? Was bedeutet das für die Bauern dort und hier bei uns? Für die Wirtschaftlichkeit der Betriebe. Gibt es überhaupt Alternativen dazu? Wie können wir als Lebensmitteleinkäufer und Einkäuferinnen Einfluss nehmen? Und wo ist die Politik gefragt? Brasilien liefert beides. Gentechnik verändertes Soja, aber auch gentechnikfreies Soja. Als Stadträtin von Offenheim freue ich mich ganz besonders, dass heute ein weltweit bekannter Agrarexperte im Rahmen seiner Deutschlandreise, für ihn ist es Urlaub, der nach Lübeck, nach Berlin und Jena hier bei uns in Offenheim Station macht. Im Namen eines großen Unterstützerkreises begrüße ich den Buchautor und Universitätsfriedenvizerektor aus Brasilien, Professor Antonio Andreoli. Herzlich willkommen. Ja, Herr Andreoli, Sie befinden sich hier im ländlichen Raum. Das haben Sie festgestellt und bemerkt auf dem Weg hier. Der Landkreis Neustadt-Aisch, Bad Windsheim, ist wie der ganze fränkische Raum im Vergleich zum Gesamtdeutschland immer noch kleinstrukturiert, landwirtschaftlich geprägt. Und wir wollen, dass diese Bauernhöfe auch in Zukunft eine Überlebenschance haben und nicht von den Agrarverbänden ferner Investoren verdrängt werden. Gentechnikfreie Fütterung schafft aber auch einen Wettbewerbsnachteil, den nicht jeder Betrieb verkraften kann. Trotzdem haben wir inzwischen in Offenheim eine Metzgerei, die gentechnikfrei erzeugte Wurst und Schweinefleisch von einem örtlichen Landwirt vermarktet. Das ist sehr anerkennend.
für alle nicht genannten Tatpersonen, die hier im Publikum sitzen, die sich für diese Veranstaltung eingesetzt haben, wollen wir dir uns hier vorstellen. Mein Name ist Ruth Halbwiede. Als Kreis- und Bezirksvorsitzende der Grünen ist mir eine nachhaltige, sozialverträgliche Landwirtschaft wichtig. Das heißt, Bauern und Bäuerinnen bei uns und in Südamerika, Afrika und anderen Ländern müssen einen fairen Preis für ihre Produkte bekommen. Die Wertschätzung für die Arbeit in der Landwirtschaft muss wieder mehr in unser Bewusstsein rücken. Dankeschön. Herzliches Grüß Gott auch von mir. Ich bin Angela Müller, arbeite bei Mission Eine Welt als Referentin für Wälderwerte und Agrarpolitik, bin aber selbst auch Bäuerin. Wir freuen uns sehr, dass dieser Abend hier zustande kommt, denn zum einen ist natürlich Mission Eine Welt, das ist eine Institution der Evangelischen Kirche hier in Bayern, viele unserer Mitglieder sind Landwirte, zum anderen haben wir eine ganz intensive Partnerschaft mit der Evangelischen Kirche in Brasilien. Wir haben auch immer Personal im Austausch, arbeiten zusammen. Und gerade am Beispiel Gentechnik und Soja merkt man doch, wie eng wir verbunden sind, wie eng unsere Landwirtschaft hier mit Landwirtschaft in Brasilien verbunden ist, wie auch viele Probleme die gleichen Wurzeln haben. Und deswegen ist es uns eine große Freude, an diesem Abend über diese Verbindung dann auch ins Gespräch zu kommen. Ich freue mich riesig, dass Sie gekommen sind und wünsche einen schönen Abend. Mein Name ist Karin Eigenthaler, ich bin die Vorsitzende vom Bund Naturschutz hier im Landkreis. Ich möchte Sie kurz informieren, was in letzter Zeit bei der Gentechnik auf EU- und Deutschland-Ebene passiert ist. Vor kurzem wurde von der EU zugelassen eine neue gentechnikveränderte Maisart, Smart Tax, der importiert werden darf. Das ist ein mehrfach genmanipulierter Mais, der aus zwei verschiedenen Kreuzungen besteht und außerdem noch aus resistenten gegen Insektenarten. Dieser Mais darf als Lebens- und als Futtermittel importiert werden seit neuestem. Er wird höchstwahrscheinlich nur als Futtermittel eingesetzt. Diese Zulassung als Lebensmittel wird eigentlich beantragt, um eventuelle Verunreinigungen, wenn die in Lebensmitteln auftauchen, dass man damit nicht gegen geltendes Gesetz verstößt. Dieser Mais ist in dieser Kombination nicht geprüft. Die EFSA, die Europäische Lebensmittelbehörde, hat ihn zugelassen, obwohl Langzeitfütterungsversuche dazu fehlen. Die Zulassung erfolgt immer so, dass man nur die Einzelkomponenten der Pflanze prüft, nie aber dieses gesamte Paket und schon keine die Kreuzungen und weiteren Vermischungen daraus. Wenn dieser Mais in Lebensmitteln auftaucht, muss das Lebensmittel gekennzeichnet werden, also mit gentechnisch verändert. Aber meist geht es nur um Verunreinigungen. Zum anderen wird die EU in Kürze über eine Zulassung von einem Pioniermais 1507 entscheiden, der in der EU angebaut werden soll. Das wäre in Deutschland nach Mohn 810, für den es ja immer noch eine Zulassungssperre gibt in Deutschland, die erste Maissorte, die hier wieder auf den Acker kommen könnte. Die EU wird darüber entscheiden und wenn sich die einzelnen Länder nicht mit einer qualifizierten Mehrheit dagegen entscheiden, wird dieser Mais freigegeben und dann könnte Deutschland ihn mit einer fundierten Begründung für den deutschen Anbau verbieten, ähnlich wie es bei Mohn 810 passiert ist. Hier in Deutschland momentan wird keine gentechnisch veränderte Pflanze angebaut. Angebaut heißt einfach, dass sie auf dem Feld landet. Ich habe jetzt heute mal im Standortregister nachgeguckt, wo drin steht, was so im Laufe des Jahres überhaupt geplant war. Da waren zwei Meldungen drin für Mohn 810, der gemeldet wird, aber nicht angebaut werden darf. Und dann war noch eine Freisetzung drin, von der ich aber nicht weiß, ob sie tatsächlich erfolgt ist. Freisetzung heißt Anbau unter Versuchsbedingungen mit genauer Beobachtung der Flächen und so weiter.
Aber das Verhalten der deutschen Verbraucher, der deutschen Landwirte zum Teil, hat es geschafft, dass in den letzten Jahren die ganzen Anmeldungen immer weniger geworden sind und dass selbst Amflora, die selbst umstrittene Kartoffel, die für den Anbau zugelassen war, verschwunden ist. Das heißt, Gentechnikanbau ist aufgrund des Drucks aus der Fläche von den Bürgern bisher doch wieder als Thema etwas verschwunden. Nichtsdestotrotz nutzt die Industrie jetzt jede weitere Möglichkeit, in den Markt reinzudrängen und neue Produkte zu bringen. Und welche Auswirkungen diese Produkte in anderen Ländern haben, wird uns heute Professor Andrioli vorstellen. Ich freue mich, dass wir nach 2009 mit dem Persis Schmeißer wieder jemanden haben, der das Ganze aus seinem Land, aus eigener Erfahrung kennt und uns darüber berichtet. Ja, last but not least noch ein letztes Vorwort. Ich hoffe, Sie können es ertragen, wir sind jetzt dann auch gleichzeitig. Mein Name ist Isabella Hirsch, ich bin Vertreterin der ABL-Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Ich freue mich, dass hier in dem Raum auch Bäuerinnen und Bauern sind. Ich sehe hier etliche von der ABL, das freut mich ganz besonders. Es ist schön, danke. Ja, es ist schon viel gesagt worden zur Gentechnik europaweit und deutschlandweit. Vorgestern wurde der Koalitionsvertrag unterschrieben. Ein Wort noch dazu. Auf Druck der CDU wurde dagegen entschieden, im Vertrag zu verankern, dass keine Gentechnik angebaut wird. Wir werden sehen, was im Januar die Agrarminister zum Beispiel für diesen Mais entscheiden werden. Und wir werden sehen, wer Landwirtschaftsminister wird und das wird sicherlich sehr spannend. Ja, ich wollte, da ich Vertreterin der Landwirte bin, noch ein Wort zur Gentechnik-Situation für Landwirte sagen. Die Landwirte können im Moment keinen anbauen, keinen gentechnisch veränderte Sorten, je nach Zulassung, das haben wir gerade gehört. Und selbst wenn es so ist, dann sind die Landwirte frei zu entscheiden, was baue ich an, was baue ich nicht an. Ebenso ist es bei Futtermitteln. Das ist die zweite Komponente, wo wir Gentechnik in Deutschland und Europa haben. Die Landwirte können entscheiden, kaufe ich gentechnisch veränderten, in der Regel ist es Soja, oder kaufe ich eben keinen. Der erste Grund dagegen ist eigentlich immer der Preis. Ich habe heute mit Josef Fallmeier, Gentechnik-Experte, telefoniert und er hat gesagt, es ist so, dass der Preis eine gewisse Differenz hat, aber man muss beachten, dass der HP48 gentechnikfreie Soja sehr wertvoll ist. Also es ist trotz allem zu überlegen, ob man ihn nicht vielleicht ersetzt. Die andere Überlegung, die viele Landwirte auch schon angestellt haben, ist, Soja komplett aus der Fütterung zu verbannen und es anderweitig zu ersetzen. Leguminosen, Klee, Erbsen, Ackerbohnen, es gibt viele Sachen, aber ich weiß, dass es auch nicht immer einfach ist, diese Dinge anzubauen, dass der Druck auf die Fläche auch gegeben ist. Aber es ist eine Überlegung wert. Landwirtschaftsminister Brunner hat von einigen Projekten gesprochen, die er in diese Richtung anstoßen will. Das ist für die Bauern wichtig. Inzwischen sind etliche Molkereien dabei, die auf gentechnikfreie Produktion umgestellt haben. Das heißt, die Landwirte müssen sich danach richten, ob sie wollen oder nicht. Aber die Molkereien versuchen dann, diese Sachen höherwertig zu verkaufen. Gleiches gilt auch beim Fleisch. Ich habe gerade gehört, in Uffenheim gibt es eine Metzgerei, die das so macht. Das ist wirklich ein tolles Beispiel. Bei unserem Betrieb ist es zum Beispiel so, wir verkaufen unsere Rinder an die bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall. Auch eine Möglichkeit, gentechnikfreie Produktion etwas höherwertig zu vermarkten. Ja, was ist zu beachten, wenn Landwirte gentechnikfrei füttern müssen oder gentechnikfrei füttern wollen? Achten Sie wirklich auf Reinheit der Produkte. Reden Sie mit Ihren Futtermittelhändlern, die können Ihnen wirklich freie Produkte liefern. Es ist aber ganz wichtig, dass Sie das deklariert kriegen auf den Lieferscheinen, denn Sie sind letztendlich derjenige, der dafür haftet, wenn es um das Produkt Milch oder Fleisch geht. Reden Sie auch mit Mahl- und Mischanlagen, diese Sachen müssen komplett sauber sein. Dafür gibt es auch Möglichkeiten, man kann mit denen ganz gut
Vereinbarungen treffen. Noch ein Wort zur ethischen Vertretbarkeit. Kann man Gentechnik als Landwirt füttern? Ich war kürzlich auf einem Vortrag von einem Landwirt und er stand hier vorne und sagte, ich habe vor Jahren aufgehört, gentechnisch verändertes Soja zu füttern, weil ich es nicht mehr für mich vertreten konnte, Menschen in anderen Ländern auszubeuten, Menschen ihre Flächen zu berauben, an der Wälderabholzung beteiligt zu sein. Das Gleiche gilt natürlich für jeden Verbraucher. Jeder muss sich diese Frage stellen. Ja, ich möchte Sie ermutigen, machen Sie sich Gedanken über diese Sachen als Landwirte. Ich weiß, dass es nicht einfach ist. Die Wirtschaftlichkeit eines Betriebes ist immer sehr wichtig. Aber machen Sie sich Gedanken, informieren Sie sich, das ist etwas ganz Wichtiges, ständig bei Veranstaltungen, Infotischen hinten sind Informationsmaterialien verschiedener Verbände, auch über die ABL gibt es Infomaterial. Es gibt auch E-Mail-Verteiler, die sehr nützlich sein können, wenn Sie dort aufgenommen werden wollen, melden Sie sich bei mir. Reden Sie miteinander, unterhalten Sie sich als Landwirte oder auch mit Imkern oder sonstigen, unterhalten Sie sich, Sie werden dann doch nur lernen, wie macht der eine das, wie macht der andere das. Es ist sehr wertvoll. Und stellen Sie sich als Landwirt immer eine Frage, wenn Sie irgendwas machen, wenn Sie irgendwas kaufen sollen. Warum wird Gentechnik eingeführt? Warum soll ich Glyphosat kaufen? Warum ist dies oder jenes? Wem nutzt das? Stellen Sie sich hinter allem diese Frage. Wem nutzt etwas, wenn etwas getan wird? So, Ende mit meinem Grußwort. Wunderschönen Abend mit Professor Andreoli. Ich hoffe, es wird sehr interessant. Vielen Dank. Gut, kein weiteres Grußwort, sondern eine Bitte. Die Veranstaltung hier wird von unseren Verbänden finanziert und wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie sich daran beteiligen würden. Wir werden zum Ende des Vertrags nochmal Körbchen rumgehen lassen und vielleicht kann man den Boden danach nicht mehr sehen. Wäre ganz schön. Danke. Ja, jetzt noch eine kurze Ergänzung zur Begrüßung. Ich habe inzwischen gesehen, dass wir auch eine Landtagsabgeordnete unter uns haben und begrüße ganz herzlich aus Unterfranken die Kerstin Zelina, weil die Politik ist wichtig, die stellt die Rahmenbedingungen. Schön, dass du da bist. Ja, jetzt Herr Andreoli. Alle warten jetzt darauf, nur noch ein paar Worte kurz zur Geschichte, was ich mir rausgeschrieben habe. Bis zum Jahre 2000 war Herr Professor Andreoli Berater in der Landwirtschaft in Brasilien, danach an den Universitäten Osnabrück und Linz. Und ab 2010 an der Staatlichen Universität in Brasilien, die sich schwerpunktmäßig mit nachhaltiger Landwirtschaft beschäftigt. Wir schätzen es sehr, dass Sie da sind und sind jetzt auf Ihren Vortrag und Ihre Erfahrung gespannt. Wissenschaftlich fundiert ist. Das Problem ist, dass ich immer wieder Wert darauf lege,
dass bei jedem Vortrag nicht nur Information drin ist, sondern dass man zu einem Umdenken kommt oder dass man versucht, es so zu verstehen, wie ich es mir aus der Forschungsperspektive auch entwickelt habe. Das ist vielleicht manchmal schwierig, aber ich hoffe, dass das geht. Der dritte Hinweis ist eigentlich etwas, was mich heute überrascht hat, dass ich nochmal einen Zeitungsartikel hier lesen konnte aus dem Jahr 2009, als in Iphofen eine Veranstaltung stattgefunden hatte. Also ich war schon hier in der Region und es war in einer Zeit, als hier ein Genmais als Freilandsversuch angebaut wurde. Und in Kitzingen hat es dann einen Bauer gegeben, ich erinnere mich noch gut an die Geschichte, einen Herrn Dennerlein.